Mal schauen, vielleicht überleben wir das Ganze hier noch. Boom des Tempos. Warum nicht? Das Viech ist jedenfalls anscheinend der Chef hier drin. Ein Artefakt. Kriegst du mal, du hast noch einen freien Itemslot. Was machen wir denn? Intelligenz des Helden 6, Mana 200 Punkte, Schaden 10 Punkte. Aha, okay. Hey, das Ding ist ganz schön gut. Und jetzt hat unser Kern auch mal ziemlich viel Mana. Der hat jetzt sogar mehr als Rexa. Das Ding kann man auch nicht benutzen, oder? Nee. Sache ist, wollen wir jetzt den anderen Teile, also die Seitenarme der Höhle auch noch machen? Willst du mal? Ach komm, ich glaube, die machen wir einfach. Es wird zwar ziemlich heftig, weil, soweit ich mich erinnere, sind die Seitenarme ein bisschen schwerer als die Hauptarme. Was jetzt nicht unbedingt an der Stärke der Viecher liegt, sondern eher an der Anzahl, glaube ich. So, ich habe es nicht mehr so genau in Erinnerung. Rune der großen Heilung füllt bei dem Viech auch nicht mehr wirklich viel auf. Schildkröten. Entfesselt meine Kraft. So, ein bisschen geht's ja eigentlich. Dann schauen wir mal, was hier jetzt kommt. Ein Belagerungsgolem. Die sind ein bisschen heftiger. Aber sollte gehen. Wo ist das Ding? Sind zwar Magieimmun, aber nicht immun gegen Item-Effekte. Ganz schön viel Gold geben die. Zeitengeist. Okay, hier sind wir wieder dort, wo wir vorhin waren. Okay, ich gehe dann mal diesen Weg noch zurück und schau, vielleicht finden wir da noch was. Solche Dungeon-Erkundungen machen mir eigentlich Spaß. Ich kapier schon, Mann.
gefallen, wenn es am Schluss irgendwelche tollen Items gibt, wie das, was Kern ja jetzt hat. Hier scheint es nicht so weiter zu gehen. Dann gehen wir mal hier lang. Eine Rune des Abschirmens. Auch gut. So, von dort gehen wir jetzt von unten rein. Und kämpfen uns da auch noch durch. Misha zu heilen ist immer so mühselig, weil die so viel Leben hat. Ein weiteres Level. Da können wir die zweite Stampede mal machen. Ich glaube, das ist sowieso schon eine Maximalstufe von dem, was wir hier haben können. Hier, Level 12, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Ja, er kriegt auch keine Erfahrungspunkte mehr. Das heißt, wir können unsere Helden maximal bis Level 12 trainieren hier. Großes Vieh. Wie weit teilt sich das Viech noch auf? Lass mich raten, das Viech teilt sich auch noch mal auf. Ja, natürlich. Hat nicht mal was gegeben. Ja gut, macht jetzt nicht so viel, wenn der stirbt. Reinkarnation gibt es schließlich auch noch. Okay, das war jetzt zu viel. Was liegt vor mir? Unsere Wege kreuzen sich. Ich wandere allein. Unsere Wege kreuzen sich. Meine Beute naht. Und won. Wie happen? Jagt sie raus. Foliant der einzig... What? Okay. Sehe ich das richtig, dass das Ding 6 Int gibt? Okay, wem gebe ich denn das jetzt? Er hat ja eigentlich genug Mana. Ich würde ja fast sagen, das kriegt Kern. Weil der regeneriert das Ganze noch recht langsam.
tatsächlich 6 Int. Da ist eine Blitzkugel. Entfesselt meine Krieger so groß, ey, Alter. Was liegt vor mir? Meine Leute naht. Würde ich eigentlich auch gleich Kern gehen, weil der hat noch nicht allzu viel Schadensbooster. Und wenn er mehr Schadensbooster hat, dann kriegt er auch mehr Leben zurück. Einen Mana-Anhänger brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Sondern lieber ein bisschen mehr Schaden machen. Er hat zwar dafür jetzt wieder weniger Mana, aber er hat ja gerade eben 6 Intelligenz gekriegt. Das ist... Hier ist schon nicht mehr ganz so leicht. Ein großer Mana-Trank, willst du mich verarschen? Entfesselt meine Kraft. Ich höre euch, Mann. Die Erdenmutter ist nahe. Das machen wir jetzt mal kurz so. Du nimmst den Mana-Trank, trinkst ihn und weiter geht's. Skelett-Orks gibt's hier jetzt auch noch. Da stellt man extra das Ding so hin und dann schießt es darauf, was man frosht, also wirklich. Entfesselt meine Kraft. Na, das war ja nicht allzu schwer hier. Okay. Damit haben wir das Ding ja, glaube ich, sowieso komplett erkundet. Ich schaue jetzt nur mal, ob hier was ist. Aber hier haben wir, glaube ich, sowieso nichts übersehen, oder? Okay, können wir noch mitnehmen. Ja, dann raus hier. Ich denke, wir das Ding jetzt komplett erkundet haben. Oh, Moment mal, da ist noch ein Akifoliant. Das ist was für Vulkan. Eigentlich fehlt uns hier ein Intel. Chainer hatten wir ja leider nur kurzzeitig zur Verfügung. Kern bleibt uns bis zum Ende erhalten. Das war sowieso nur mal ein kleiner Exkurs hier in diesem Tempel. Hat uns ja auch was gebracht, wir haben ein tolles Artefakt drin gefunden. Sag mal, kommt man da überhaupt hin? Oder gehen die hier irgendwo hin, wo man nicht durchkommt? Ich glaube, von hier kommt man rein, oder? Ja. Ja, dann gehen wir doch gleich mal dahinter zu den Ogern und schauen uns diesen komischen Kriegshäuptling an.